Wie anfangs erwähnt, standen die Jungs von SV Fisching uns schräg gegenüber. Und genau gegenüber von mir stand der Fadi Metzger mit seinem Sohn Evgeni Metzger. Hat so genauso hab ich auch geguckt, wie du gerade. Verstehen uns, ne? Ja. Ja. Die nächste wieder auf dem Pal, diesmal in der Größe 1,6 Gramm. Buhn, ja. Ja, wenn Fische drin sind, muss das Buhn drauf machen, Katrin. Läuft. Auch zweimal attackiert, zwei, dreimal hinterher und hat sie genommen. Ja. Aufsicht, die habe ich gesehen. Fisch Nummer 3 und wieder der gleiche Spiel. Vorne. Ein Spoon. Nee. Die hat richtig reagiert, direkt drauf geballert. Waren zwei nebeneinander angeworfen, die eine hat gedreht und ist hinterher. Exakt. Geht. Petri, Dank. Der war auch hart erarbeitet. Oh, die nächste. Guck dir mal den Trümmer da an. Mein Freund, bleib hier. Ich hab was für dich. Komm mal her. Vorne.
Drecksack. Der war gerade echt gut. Da sind zwei nebeneinander geschwommen, ne? Angeworfen. Der eine hat den gesehen, rumgedreht und hinterhergegangen. Die ist auch direkt tiefer gegangen. Die hat dann gesehen, hat gedreht und ich habe den Spoon tiefer geführt ein Stückchen und dann ist sie draufgeballert. Okay. Also ganz komisch. Ja, oh, eine dicke. Das ist eine ganz dicke. Boah, geil. Die hat direkt noch geschnappt. Mein Glow. Den Orange Glow. Der ist auffällig. Richtiger Panzer. Jetzt ist munter geworden. Jetzt ist munter geworden. Scheiße. Die war 2 Sekunden am Träumen, jetzt ist munter. Ach, Spoon, ja. Kommt es aber entgegen. Eine schöne. Komm, ist das denn ernst? Nee, falsche Richtung. Falsche Richtung. Sie kommt zu dir. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die macht einen Schlag und ist 4 Meter weg. Mach das mal an. Okay, das ist gefährlich. Jawohl! Jaha! Petri, Dank! Petri, Dank! Moped! Da kannst du Fisch für sagen. Ja, warum nicht? Ich mach's aber gerade noch sauber, warte. Schönes Tier, ne? Die kam hier vorbei, auch wieder ein Spoon langsam vorbei. Ja, die wird, ich denke mal, 3,5-4 Kilo könnte sie haben. Ja, klasse. Das ist schön. Ja, kann man so nehmen.
Da war ein bisschen abgeschnitten. Ja, ja. Das ist das Beste. Das ist gut, das ist schön. So, packen wir die mal in die Kiste. Sehr schön. Das sind genau die richtigen. Dafür fahren wir angeln. Geile Fisch hat er hier, ja. Also da kannst du nichts sagen. Solange sie noch durch den Kopf durch die Dings passen, ist alles gut. Hat der Tag schon gelohnt für den Fisch. Haken. 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 Haken hat sich etwas aufgebogen. Ach, verrückt. Das wäre nicht mehr lang gut gegangen. Zeig mal den Fuß. Ist der hier. Ach so, die, war das mit dem, den du neu gekauft hattest? Auf. Ja, okay. Weißt du Bescheid, Schätzelein, ne? Ich glaube, da werde ich mal einen neuen Haken drauf machen, ne? Besser ist das. Und? Ich stehe manchmal direkt im Arsch am Schilf, ne? Hm. Hast du mal Kontakt gehabt, Toni? Im Anfasser? Anfasser, ja, aber mehr war nicht. Geht alles voll hier. Voller Gummio, was ist denn hier los? Deswegen, ja. Alles voll Fisch. Ja, da hat auch einen schönen gehabt, ne? Hm? Ja. Ja, ja. So ein Kabenzmann. Ja, Kontakt bestimmt, weißt du. Hast du den direkt vor der Schnauze oder so? Der kam vorbei, dann habe ich den überworfen, vorbeigezogen, ist er für eine Sattel draufgeballert. Ja, ja, ja. Was hat's drauf gehabt? Den einen, den Glow. Den leuchtenden. Ah. Ist auch wieder so ein dicke. Ja, die ganze Zeit hier, ne? Muss man mal gleich meine Spoons mal holen, mal wechseln. Das eben die ganze Zeit mit Gummi probiert. Ja. Doch, hier steht alles voll. Die stand eben auch. Aber sobald du da anwirfst, hauen die ab. Und mit Gummi genauso, wa? Ja, hab ich das ganze Zeit probiert. Ich hab jetzt nochmal einen Spoon drauf getan. Masse am Fisch drin. Silikon? Heute, ja. Also ein schwer zickig, ne? Ja, ich hab vier auf Spoon gefangen. Besser als ich schon. Heute Morgen direkt, ne? Ne, vor kurzem. Also meine vorletzte war auf Spoon. Ja. Ja, die schwimmen immer so ein Dreier-Vierer-Trüppchen rum, ne? Eine kleine Schwärme. Also sobald du die anwirfst, ne? Sind sie weg. Trotz, wa? Ne, mach ruhig, mach ruhig. Ich kann dir sagen, vor allem vorne, Lecco Mio, du was? Ja, sag ja, vorne ist heftig, ne? Schon so rein, ne? Da kommt gerade einer auf dich. Oh ja. Presta. X-Lure. Die laufen total geil. Guck mal hier. Kannst absinken lassen, stehen lassen, ne? Voll geil. Ich habe die noch nie gesehen, geil. Zeig mal. Willst du angeln? Nein, schon wirklich. Kannst du ruhig mal dran machen. Ich habe hinten mal welche drin. Kannst du welche holen zum Testen, wenn du willst. Die laufen echt geil. Und gerade wenn die so passiv sind, durch die starke Rotation. Okay, dann nimm die das. Nimm die. Ja, die knallen voll drauf. Na, vor allem, wenn die so passiv stehen die ganze Zeit. Ja, ja. Na, siehst du ja, wie der leichter Zug. Gibt's und Retre. Gibt es auch kürzere? Leider noch nicht. Noch nicht. Jetzt mache ich mal eine halbe Stunde mal gar nichts. Ja, das wird ab drei. Ab drei. Drei, halb vier geht noch mal ein bisschen was. Ne? Aber das
wird wiederkommen, aber nie so intensiv für den Morgen. Nee, nee, das ist. Das ist immer schwierig, ne? Das wissen wir ja. Ne? Dafür gehen wir lang genug angeln. Aber morgen waren sie auch schon relativ zäh. Da haben sie auch jetzt nicht so reingeknallt, ne? Ja. Wir haben Zuckmuckenläufe, ja, rote Zucki, ne? Mhm. Das haben die gut genommen heute Morgen. Aber muss man auch. Aber ganz nah und dann, ne? Sehr präzise, ja. Und Horizont musstest du, also Tiefen musst du ganz genau einschätzen. Dann. Nee, sonst nehmen sie. Ich hatte ja auch hier mit dem Gummi probiert. Einen habe ich hinten noch gekriegt mit dem Gummi. Oder zwei. Da hinten einen und da drüben auch noch einer. Okay. Das ist so ähnlich. Wo habe ich jetzt denn hier? Mit dem hier. Ja. Ah, das ist so ähnlich, ne? Cool, ja. Aber wie gesagt, da musst du ganz genau auf der Höhe sein. Bist du zu tief oder zu hoch, kannst du vergessen. Gehen die nicht nach. Oder ganz selten. Ja. Da habe ich einen Kaffee gegeben, ne? Einen schwarz-orangenen. Aber mit denen klappt den Typ bei mir gar nicht. Das ist scheiße aufzuziehen. Da musst du ganz exakt auch aufziehen. Und das richtige Gewicht haben. Sonst macht er nur so. Der muss so machen. Ja. So muss der wandern, ne? Ich habe den ganzen Park da schon. Ich bin. Ja, guck mal. Ja. Die Bitch, wa? Faulenzer angeln, habe ich es gesagt? Hoppla. Hoppla, poppa, genau. So, gleich ist es ein Karpfen, bleib nicht kaputt. Ja, das sieht gut. Sieht gut. Ja, das ist, glaube ich, ein Lachs. Obwohl, gucken, was es ist. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe eben große Karpfen gesehen an der Oberfläche. Ah, oh, das sind Graskarpfen. Graskarpfen? Ja, gibt es hier schon. Also das bei dir weiß ich nicht. Nee, Forelle. Jupp, danke schön. Der hat den mal voll weginhaliert, ne? Nichts mehr davon. Komplett weggesaugt. Vielen Dank. Gut, wir sind weiter. Immer weiter, immer weiter. Hm? Schwarz-Weiß. Das ist von Jara, oder? Das ist der Buffer, der, aber der Fett, der große. Der hier. Ja. Ja, 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 genau. So. Komplett weggeballert. Was meinst du, Marcel? Wie viele hast du? Ich habe jetzt 4 oder 5. Und die schöne große, richtig schöne große. Auf was hast du jetzt? Die habe ich aufs Spoon gekriegt. Auf Spoon? Auf Spoon. Mhm. Ja, Anfang waren die gut auf Gummi. Auf Gummi gar nichts. Nicht eine. Also auf Spoon. Das Gespräch mit Marcel war vor der Mittagspause. Heute Morgen war gut auf Spoon. Danach auf Gummi. Ich hatte gerade noch einen Linksnachläufer gehabt, 2 Stück. Aber die packen nicht durch. Die kommen nach und drehen dann direkt ab. Wie schwer? Einmal 1,6. Das ist der der PAL LT31. Mhm. Ne, auf den 1,6er. Da habe ich 3 Stück drauf gefangen. Auch die große eben. Nicht schlecht. Aber auf Sicht. Angeworfen, vorbeigezogen, bumm. Bei mir war erster Wurf, erster Tick direkt. Hab ich gesehen, das war schon gut, ne? Hat schon motiviert, aber jetzt muss ich mich ein bisschen stärken. Was essen, trinken und so. Ja, wir gehen jetzt auch was essen, wir machen das Päuschen und dann danach nochmal. Ich hatte mein Highlight vor 3 Wochen gehabt. Wo? Hier? Ne, in Zwilbrock. Oh, Zwilbrock, geil, bei Holland, gell? Ja, das ist deutsche Seite noch, ne? Ja. Da hatte ich 4 Stück. 7,2, 7,3, 7,8, 7,8. Das war ein geiler Tag. Und der Kumpel von mir auch 4 Stück. Auch 7,2, 7,2, 7,8 und 8,5. Okay. Das war der Hammer. Das war echt, also
Hab schon viel erlebt, ne, auch viel gefangen, aber vier dicke, das war schon geil. Erste Mal war das, hat er 500 Kilo, nur große. Ach, guck mal, guck mal. Die, ja, ja, die ist nachgegangen, ja. Da war aber der Weg zu Ende, ne? Ja, komm, wir machen ein Foto zusammen. Mach ein Foto zusammen, genau, komm. Können wir mit den Fischen zusammen machen. Ich gehe was essen, ich hab Hunger. Mittagspause, dann geht's gleich weiter. Und dann geht's weiter. Ja. Wir sind nicht auf der Flucht, ne? Der Marcel lässt mal welche drin für uns. Katrin ist auch drin, wa? Katrin ist schon am Mampfen. Was? Ist schon am Mampfen? Nee. Ich glaube, ich so. Direkt nach der Mittagspause wieder eine mit Gummi vom Rand weggezüppelt. Die andere Katrin! Ja. Den hast du nicht kommen sehen. Den Gummi. Dann konnte Katrin, bevor sie ihren Heimweg angebrochen ist, auch noch eine kriegen. Insgesamt leider an dem Tag nur ihren zweiten. Auch aufs Huhn. Wir hatten heute generell mit vielen Fehlbissen zu tun. Teilweise auch wirklich extrem viele Nachläufer bis zum Rand, wo die Forellen dann im letzten Moment doch nicht nachgeschnappt haben. Wir konnten die Forellen, da sie alle oben standen, oder die meisten zumindest, gut anwerfen. Man konnte auch sehen, sie reagieren ganz kurz und drehten dann immer wieder ab. Da es heute ein reines Ultraleichtfischen war, wäre an so einem Tag mit Sicherheit gerade gegen Nachmittag eine super Alternative nochmal eine Hosenmontage oder Pilotkugelmontage mit Bienenmade gewesen, um die ein oder andere Forelle doch noch zum Biss zu überreden. Powerbait in dunklen Tönen wäre mit Sicherheit aufgegangen. Ganz kleine Propellerchen, so Fingernagel groß und dann extrem langsam geschleppt an der Oberfläche. Damit kriegt man auch noch einige Forellen im Sommer von der Oberfläche weggezockt. Petri, hi Katrin, den Fisch hast du dir echt sehr, sehr hart erarbeitet und verdient. Hm? Ja, ne? Tut dir auch schon alles weh? Hä? Tut dir auch schon alles weh? Ich weiß nicht, wie viele 100 Würfe wir heute gemacht haben. Treiben lassen. Aber wie gesagt, das geht auch ordentlich in den Rücken. Es war ein toller Tag beim John. Wir haben gut Fisch gefangen. Wir hatten zwar auch viele Fehlbisse, wie gesagt. Haben sehr interessante Gespräche geführt mit den Jungs von SV Fishing, mit den Jungs von Helix und Cemex Germany. Der Andy Wall kam später auch noch dazu. Da haben wir uns auch noch super unterhalten mit. Rundum ein gelungener Tag. Alles mit UL-Fischen. Wir hatten viel Spaß zusammen, haben viel gelacht. Ich hoffe, das Video hat euch wieder mal gefallen. Wir sagen Tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal.